Willkommen zurück zu Let's Play Uncharted 2. Jo, im letzten Part sind wir diesen ganzen Weg hier bis daher gelaufen und wollen einen Weg finden, um Lazarevich und die anderen Leute hier rüber zu lassen. Wobei wollen nicht gerade das richtige Wort ist. Wir sind eher dazu gezwungen. Okay, was machen wir hier? Wir brauchen wieder das Tagebuch. Warte einfach hier. Okay. Wie üblich regle ich alles. Ja, natürlich. Moment. Okay, Die Symbole. Ja, natürlich kennst du die Symbole. Woher kennst du sie? Warum solltest du sie nicht kennen? Okay, ich weiß hier ja schon, was zu tun ist. Das hat zwei Gründe. Zum einen habe ich das Spiel schon mal gespielt. Und ganz kurz, okay, so ein komisches A mit einem Punkt, ein A und ein A mit einer Sichel. Komisches A mit einem Punkt, komisches A mit Sichel. Okay, und das. Okay, dann sollte die Seite hier stimmen. Gut, ja, das war's. Okay, und zwar, zum einen erstmal Entschuldigung, dass gestern keine Folge kam. Tut mir echt leid. Hab echt ziemlich viel um die Ohren zurzeit. Das soll nicht länger vorkommen. Ich versuche hier gerade wieder, die Folgen regelmäßig rauszuhauen. Tja, okay, erstmal hier so ein normales A mit einem Strich, ein normales A mit einem Loch und so eine Wurst. Pff, keine Ahnung, was das sein soll, eine Schlange. Okay, zack. Meine Langeweile wächst. Beeil dich mal. Ja, hör auf zu stressen, Bro. Ich muss mich konzentrieren. Okay. Und ja, was ich sagen wollte ist, erstmal haben wir hier alles fertig. Ja. Was kommt denn da aus dem Boden? Irgendwas zum dran drehen. Okay. Und zwar, was wollte ich dann sagen? Das habe ich jetzt komplett vergessen. Und zwar, ja, das ist gerade der zweite Versuch für diese Aufnahme. Ja, bla bla bla. Bitte. Ja, na bitte. Okay, das ist der zweite Versuch für... Ja, okay, ganz kurz. Da kommt es gleich eine Zwischensequenz. Oh, Mist. Und natürlich kommen wieder diese Teile zum Einsatz. Wer hätte das denn gedacht? Ach komm, das sind drei Stück. Danke, Flynn. Okay, und zwar, was habe ich denn gesagt? Ja, das ist der dritte Versuch, der zweite Versuch für diese Aufnahme. Hör mal auf mich zu hauen. Geh weg, geh weg, geh weg. Oh Gott, nein. Oh Gott, oh Gott. Okay, ins Gesicht, Drake. Gut, renn weg vor dem Viech. Okay, das ist der zweite Versuch, diese Aufnahme zu starten, denn, ja, beim ersten Versuch gab es einen mini kleinen Stromausfall, während ich gerade die Aufnahme gehabt habe. Während die Aufnahme gerade am Laufen war. Und ja, mein PC ist ausgegangen, die Konsole ist ausgegangen, alles Mögliche ist ausgegangen und genau in dem Moment, dafür, dass alles ausgeschaltet ist, ist dann halt die Aufnahme, wurde nicht gespeichert und dann war alles für den Arsch und ja, deswegen muss ich das jetzt alles nochmal spielen. Und das war 2 Minuten vorm Ende des Parts, also das war echt mies in der Situation. Okay, aber was soll's. Man will ja nicht klagen. Wir kümmern uns hier erstmal um diese komischen Viecher. Nein, geh weg, geh weg. Oh, komm, was denkst du denn, wer du bist? Lauf, nein, nein. Oh Gott. Haltet ihn! Was sind das für Viecher? Was? Wächter, um Eindringling abzuschrecken. Na? Das funktioniert ja super! Lazarevich, ich habe getan, was du wolltest. Lass sie gehen. Immer am Falschen. Aber du hast das letzte Blatt gespielt und verloren. Das ist wohl das Ende deiner Reise, Kumpel. Nein, 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 nein. Noch nicht. Er soll Shambhala sehen und wissen, dass ich es ihm genommen habe, wenn er stirbt. Öffnet das Tor!
Du warst mir schon viel zu lange ein Dorn im Auge. Auf die Knie! Oh, Soran, wir hatten einen Deal. Ich dulde keine Verräter. Alles klar, ich nehme an, du weißt genau, wo der Stein zu finden ist. Du brauchst mich nicht mehr. Danke. Auf die Knie! Wir werden angegriffen! Was ist das? Sie sind überall! Schießt, Idioten! Oh, shit! Was für Dinge! Verdammte! Lauf! Die Brücke! Alles klar? Oh, verdammter Mistlaufen ist angesagt. Kapitel 25, zerbrochenes Paradies. Oh Mann, hört doch auf mich zu schießen, Alter. Oh Gott, einfach weg hier. Wo lang geht's? Nach hier? Nein, nicht nach da. Okay, wo lang? Darüber. Okay, perfekt, hier lang. Okay, einfach weg hier. Komm, was sind denn das für Viecher? Sind anscheinend doch keine Monster, sondern eine Art übernatürliche Menschen und wow. Das ist eine schicke Aussicht. Meine Damen und Herren, ich präsentiere euch Shambhala. Okay, genug durchgeschaut. Ja, hier einfach rüberspringen. Zack! Gut. Okay. Na, natürlich sind wir noch hinter uns. Oh Mann. Ha! Okay, hier Munition. Gut, dann knallt mal diese Typis weg. Weg mit dem. Oh nein, da ist ein Fässer. Das ist gar nicht gut. Oh Mann. Vor allem, dass hier die Leichen einfach so rumfliegen. Wo ist ein anderer? Ach, da hinten. Tschüss! Oh, verdammt. Okay. Wir müssen sofort hier raus, verdammt. Das letzte Mal konnte ich tagelang nicht schlafen. Ich glaube, sie spielt auf Uncharted 1 an. Auf diese Viecher da, wo uns damals gejagt haben und wow. Das ist echt ein bisschen brutal. Okay, wir müssen hier lang, wie es aussieht. Zack. Und einmal hier rüber. Okay. Und wow. Okay, und hier liegt eine Knarre rum. Okay, ich frage mich, wo die herkommt. Zack und zack. Da ist uns wohl jemand zuvor gekommen. Dann hoffen wir mal, dass wir es auch wieder rausschaffen. Ja. Die Leichen liegen bestimmt schon 60, 70 Jahre hier. Hey, Ihnen hat's wohl nichts gebracht, aber hier. Danke. Tja, Lazarevich und seine Männer sind wohl wieder in der Stadt. Wenn wir einen Weg zurück zum Eingang finden, sollte die Luft rein sein. Nein, Chloe, wir suchen den Cinjamani-Stein. Was? Wir müssen Lazarevich aufhalten. Und wie wollt ihr das bitteschön anstellen? Vor ihm den Stein erreichen und ihn dann zerstören. Wow. Du glaubst doch nicht etwa diesen übernatürlichen Quatsch. Ich weiß nicht mehr, was ich glauben soll. Okay, falls du es nicht mitgekriegt hast, der Kerl ist durchgeknallt. Er denkt, er erfüllt irgendeine Art Prophezeiung und dass dieser Stein ihn unbesiegbar macht. Unsterblich. Wir stehen mitten in Shambhala. Und du hast tatsächlich noch Zweifel? Ja, du weißt, wie oft sie auf die Dinger geschossen haben. Hier geht etwas Seltsames vor. Noch ein Grund mehr, so schnell wie möglich hier abzuhauen. Ich will das nur in Ordnung bringen. Und vielleicht die Welt retten? Oh Mann. Hör mal, Schätzchen. Der Welt. Ist das egal? Wenn du deinen Hals hinhältst, ist dein Kopf bald ab. Du hast selbst gesagt, du willst ihn fertig machen. Ja, und ich will ihn mehr als bluten sehen. Aber so läuft das nicht. So läuft das. Nein, diesmal nicht. Na los. Was meinst du? Dass ihr spinnt. Aber gut, retten wir eben die Welt. Okay, freut mich zu hören, dass Drake doch nicht komplett die Hoffnung aufgegeben hat und hier trotzdem noch was reißen will. Ich meine, auf der Hälfte des Abenteuers war er schon kurz davor, hier alles abzubrechen. Mann, die Leute sehen echt nicht mehr gut aus. Okay, krieg ich hier noch was? Okay, wir sind voll, wie es aussieht.
Gut, dann suchen wir meinen Weg nach oben. Hier, von da kommen wir. Gut, hier geht's nicht lang. Wie es aussieht, müssen wir da hin. Wie kommen wir da hin? Von hier vielleicht? Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Komm schon, diese Teile. Wir haben. Ernsthaft? Wie sollen wir die Viecher denn wegkriegen? Oh Gott. Ach, das weiß keiner so genau. Oh, aber wie es aussieht, sind sie ziemlich fette Viecher, die Drakes Kopf in einem Stein verschmelzen können. Wunderschön. Okay. Verdammt, kill es, kill es, kill es, kill es, kill es. Mach's weg. Okay, zack. Weg. Hat er gerade Wodka Gorbatschow gesagt? Spult mal zurück, Leute, bitte. Spult zurück und hört euch das an. Sagt mir, dass er nicht Wodka Gorbatschow gesagt hat. Ha, eins von den Viechern ist tot. Eins von diesen Viechern ist tot. Haha. Okay, und das andere ist da. Geht drauf, mein Freund. Geht drauf. Okay, wo ist das? Wo ist das? Zeig dich. Oh Gott, nein. Geh drauf, er ist tot. Oh nein, er ist nicht tot. Geh drauf, Alter. Stirb! Ha, er ist tot. Oh, der Armbrust. Oh nein, nicht noch eins. Nicht noch eins. Mann! Und das Teil hat jetzt auch noch Bomben? Zack! Okay. Okay. Wo bist du? Wo bist du? Wo ist es denn dahin? Okay, zack. Oh, er ist tot. Ja, das ging einfach und schnell. Okay. Stärkere Waffen als die hier. So aus. Gut, hey, aber das scheint, als wäre diese Armbrust echt nicht schlecht. Ich meine, hat 3 Schüsse gebraucht. Gut, dann wollen wir mal sehen, wie wir nach da oben kommen. Hier. Gut, da lang. Machen wir nach da. Wow. Okay, und da habe ich gerade irgendwas blinken sehen. Ah, hier, perfekt im Auge. Ih, dem Viech wächst eine Art Elefant aus dem Bauch. Oh, ein Schatz. Eine silberne, schöne Statue. Purba Torkchak. Ja, Torkchak. Wer kennt das Teil nicht? Okay, weg damit. Gut. Hat sich hier nicht gerade noch ein Viech seine Knarre liegen lassen? Nee. Okay. Ich weiß nicht, ob wir da lang müssen. Wir gehen einfach mal da lang. So, nein, wir müssen dahin, wie es aussieht. Okay, um dann daran zu springen. Okay, und dann nach oben, Drake. Nach oben, Drake. So, gut. Okay. Und jetzt einfach rüber. Ja, okay. Komm schon, der Sprung ist nicht schwer. Wo lang jetzt? Da lang? Zack. Okay, und da liegt noch mehr Munition. Oh, eine Granate. Perfekt, die kann ich brauchen. Zack, oh, und ein Schuss. Okay, dann geht's hier hoch. Wie läuft's da hinten? Ihr könnt euch ruhig etwas beeilen. Okay, Elena, du leuchtest so komisch. Okay, nein, die AK nehmen wir mal nicht mit. Diese Armbrust hier scheint echt reinzuhauen. Das ist Harz. Eindeutig Baumharz. Es fängt leicht Feuer. Vorsicht. Okay, Moment, es fängt leicht Feuer. Würde ich sagen. Schau. Ha. Was ist das? Harz. Ist ja gar nicht gruselig. Okay. Weiter nach oben. Oh, da scheint wieder so ein bisschen Harz zu sein. Zack. War da ein Schatz? Da war echt ein Schatz. Okay. Das hätten wir. Ein Yamantaka-Kopf aus Lehm. Das ist Lehm? Ist doch kein Lehm. Okay, wie dem auch sei. Weiter geht's. Oh, noch mehr Harz. Okay. Dann schießen wir mal dagegen. Okay. Oh, und da leuchtet wieder so ein Harzteil. Kann ich da drauf schießen? Passiert da was? Nö. Nichts. Okay. Okay, oh, aber hier scheint was zu sein. Und, ja. Okay, ihr habt's gehört, Leute. Leider ist der Part zu Ende. Das heißt, dass sich da oben verbirgt, erfahren wir erst in der nächsten Folge von Uncharted 2. Das war's für heute. Mein Name ist Vitus und wir sehen uns das nächste Mal. Ciao.